Am Samstag jährte sich der Geburtstag Robert Schumanns zum 103. Mal. Am Schumann-Denkmal auf dem Hauptmarkt wurde dieses Jubiläum farbenprächtig gefeiert. Auffällig war auch, dass neben Deutsch noch viele andere Sprachen zu hören waren. Schumann ist in aller Welt ein Thema. Für Zwickau eine große Verantwortung, die Stadt aber gern trägt. Also ich denke, wir haben mit dem spätestens mit dem 200-jährigen Jubiläum für Schumann Erbe, Pflege und Bekanntheitsgrad der Stadt in Bezug auf Schumann, denke ich, doch ein paar Maßstäbe gesetzt. Und das hat nicht nur seine Nachwirkung, wie Sie jetzt gesagt haben, sondern ich denke, mit dem, was wir aktuell jedes Jahr tun, ist das immer wieder ein Magnet auch für Besucher aus der näheren Umgebung und, was uns natürlich besonders freut, für ausländische Gäste. Mit einem Hornquartett wurden die Besucher auf die anschließende Schumann-Ehrung eingestimmt. Musikalisch fand sich das Thema des diesjährigen Schumann-Festes natürlich wieder: Schumann und Wagner. Im Anschluss grüßten die Besucher Zwickaus berühmten Sohn mit Luftballons, die sie in den Himmel steigen ließen. Anschließend legten sie Rosen am Denkmal des Komponisten nieder. Für die Stadt wird die Pflege dieses historischen Erbes auch weiterhin Priorität haben. Aber ich denke, es ist gut, wenn man die Highlights, wenn man so sagt, oder die tatsächlichen Schwerpunkte auch aus der Sicht der Stadtverwaltung und der Politik weiter pflegt und nicht nur das, sondern vor allen Dingen weiter ausbaut. Das diesjährige Schumann-Fest dauert noch bis zum 23. Juni. Bis dahin stehen noch viele hochkarätige Veranstaltungen an mehreren Orten auf dem Programm.